Die Casanova Savelli ist eine sehr schwierige doppelte Abwärtskurve. Sie ist sehr besonders. Es geht viel zu schnell, das kann ich nie lesen. Die beiden Arrabbiata-Kurven. Und die Zielgerade. Und da ist es nass. Interessant. Dann gehen wir gleich zur Quali. Und auf ins Rennen. 1,57 muss ich sagen. Ja, das sollte schon gehen. Auch im Regen. Hier rausgefahren, meine Güte. Capellini, du Arschloch. Sowas hätte Vettel schon längst der blaue Strafsätze zum gekriegt. Das zeigt sich auch klar in der Rundenzeit.
Aufnahme wohl noch eine Runde setzen. Das ist zumindest Platz 10. Und das trotz Verkehr. Wegen dem idiotischen Gabarit. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. Ja, tut's auch. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zu den Fahrzeugeinstellungen. Machen das Ganze für lange Kurven gut. Lange Kurveneinstellung. Das ist genau das Setup, was ich für Mugello brauche. So. Zweite Pole mit 0,8 Sekunden Vorsprung dieses Mal nur. Aber Pole ist Pole. Und es gibt ein Zusatzpünktchen. Gut, also. Dann würde ich mal sagen, wir gehen ins Rennen. Ah, ich hasse diese Kurve. Generell langsame Kurven in diesem Spiel sind relativ schwer. Kollege, das kann ich auch. Muss gar nicht so aggressiv sein. Langsam eine trockene Spiel. So
wie wir das die letzten Male in der Meisterschaft, als es geregnet hat, auch gesehen haben. Ja, heute der 8.7.2018. Morgen habe ich noch eine Physikprüfung und dann habe ich mal fürs erste fertig. Für ein paar Monate. Und dann kann ich mich endlich mal wieder ein bisschen mit Zocken auseinandersetzen. Ich kann Animes schauen, ich kann meine Hobbys füllen. Weil mit dem ganzen Schulstress habe ich natürlich sehr wenig in meinen Hobbys gebracht, auch sehr wenig zocken. Während die Let's Plays, die ich mache, ist das einzige Mal in der Woche, wo ich zocke. Und ich würde natürlich gerne mehr spielen, als ich momentan spiele. Aber das kommt hier. Trockenreifen könnte ich hier nicht starten. Ich war so komplett andere Ideallinie. Ich würde dann nur die ganze Zeit auf die nassen Flecken kommen. So, das sollte jetzt nochmal eine gute Runde geben. 1,55, sehr gut. War zwar ein Krampf in der zweiten Runde, aber in der dritten habe ich auch viel richtig gemacht. Ja, 2,5 Sekunden schneller als die schnellste Rennrunde von Morbidelli. Das ist nicht schlecht. Und damit ist mein Vorsprung schon 22 Punkte, also ein ganzer Rennsieg.
Also, dann versuchen wir hier noch ein paar Plätze gut zu machen. Wie schaut auf die trockenen Linie, vielleicht hilft das ja. Oh, da wurde ich jetzt gestoßen. Und wir hatten hier Gabel. Ah, Gabellini schafft es trotzdem noch zu überholen in der Arrabbiata, das ist ja kein Ding. Mann, was hat der Kerl für eine Beschleunigung? Da wurde ich vom Piccoli abgeschossen. Jetzt bin ich langsam sauer. Der ist echt krass auf der Geraden. Der Martin. Dafür bin ich krass in den Kurven.
plötzlich Haftung durch die abtrocknende Strecke oder was? So, das war eine sehr gute Runde. Und Platz 8000 Sieg, also das muss man erstmal hinbringen. Auf diesem Film. Ich halte gerade in 3 Runden. Da will man sehr guter Start. Ja, das war natürlich nicht so gut. Was bleibt es noch? Kontrolle man irgendwie hinter dem Feld? Oder nicht? War kein schlechtes Manöver. Das war mutig von Gabriel, das muss man zugeben. Eigentlich will ich ja nur diesen Schlenk sehen. Oh, das hat der Sperati gut gemacht. Morbidelli hat einen Fehler gemacht, deshalb ist er rausgekommen und musste abreißen lassen. So, das will ich jetzt sehen. Ja, der ist mir einfach so ins Heck gekracht. Ich dachte mir, einmal kann man sich die Wohnung von mal schauen. Aber es ist ein Rollmanöver. Hier schon gleich das nächste. Dann haben wir gleich den Spiegeli. Den habe ich keine Chance gelassen. Kein Bauer, schade. So komm, spring mal ein bisschen. Ja, ich weiß, dass ich die Passage relativ gut gefahren bin, aber das ist trotzdem nicht wert anzuschauen. So komm, sei mal zu spannend. Ja, das hat natürlich verpasst, das Überholmanöver. Also das lasse ich jetzt mal sein. Das war es jetzt. 1,53,4. Wow. Das war eine gute Zeit. 5 Sekunden schneller als die anderen und jetzt bin ich schon 40 Punkte vorne. Das heißt, wenn ich jetzt einigermaßen gut bin im letzten Rennen, dann habe ich es eigentlich schon geschafft.
könnte genauso gut auch Rennen überspringen. Gut, jetzt kommt noch Monza.